Hallo, 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 hallo. Ich begrüße euch zu meinem 23. Mitwach-Mitsingen-Bewegungs-Tralala-Video. Jawohl. Und wie immer, am Anfang erkläre ich euch so ein bisschen, was kommt. Es ist heute so eine kleine Art Sommer-Special und als erstes singe ich euch von Rolf Zukowski, Wenn der Sommer kommt. Genau. Danach stelle ich euch dann ein Musikinstrument vor, vielmehr gesagt so ein Musikinstrumentenhilfsmittel. Ja, ihr werdet schon sehen, was da kommt. Dann kommt ein Mitmachlied, das heißt Im Sommer. Und ganz zum Schluss der Klassiker, Was müssen das für Bäume sein? Und das Abschiedslied natürlich am Ende und am Anfang das Begrüßungslied, genau. Und das kommt jetzt. Hallo, hallo. Sagt ihr guten Tag, Jürgen. Okay, eins, zwei, drei. Guten Tag, Jürgen. Wow, zackabum. Ich hab's gehört. Das habt ihr super gesagt. Danke schön dafür. Ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Kinder. Habt ihr die Hände bereit? Ja, ich brauch das nicht mehr erklären, ne? Okay, klatsch mal los! Seid ihr soweit? Und es geht los. Weltmeister. Und jetzt könnt ihr euch alle hinsetzen und etwas verschnaufen. Ich natürlich auch. Ganz schön anstrengend bei der Wärme draußen. Und hier drin natürlich auch. Jetzt also ein Lied von Rolf Zukowski, Wenn der Sommer kommt. Kennt ihr sicher alle. Hey, voll der Koffer und voll der Tank. Kein Euro ist mehr auf der Bank, aber reichlich Hunger auf Sonnenschein. Wenn der Sommer kommt, gut gelaunt in den Urlaub fahren, ein Picknick an der Autobahn, irgendwo findet jeder sein Stück Natur. Wenn der Sommer kommt, Sommerzeit. Sommerzeit, Sommerzeit, Sommerzeit. Und wir träumen
der Welt. Denn zum Glück wird mancher ein fauler Hund, wenn der Sommer kommt. Schönes Sommerlied, wie ich finde. Ne? So manche Begriffe kommen euch vielleicht ein bisschen komisch vor, so Breakdance und Jojo. Ja, das waren noch ganz so Zeiten von früher, so 80er, 90er Jahre im letzten Jahrhundert. Ja, hat der liebe Rolf das Lied bestimmt geschrieben. Ne? Ich glaube, irgendjemand hat schon mal das Wort Mark mit Euro ausgetauscht. Ich weiß nicht wer, aber egal. Gut, Euro ist ja auch die aktuelle Werbung. Und entschuldigt meinen kleinen Patzer gerade zwischendurch. Ja, alles klar. So, jetzt stelle ich euch ein super Hilfsmittel zum Musikmachen vor. Also, ihr wisst ja gar nicht, was das hier ist. So was Schwarzes, ich halte das mal hier hin, weil hier vor meinem T-Shirt sieht man das nicht richtig. Hier kann ich das gut hinhalten. Das ist ein Metronom. Ein Metronom. Das ist ein Taktgeber zum Musikmachen. Ich zeige euch das mal. Dann packt das aus. Ups, da geht's schon los. Hier ist so ein Ding, das geht immer hin und her. Pass auf. So, ich mache das mal hier an. Seht ihr? Und das muss ganz gerade stehen, damit das ganz gleichmäßig geht. Dies hier ist ein Metronom, ein mechanisches Metronom. Ja? Und da kann man dann zu singen, wenn man zum Beispiel diesen Takt braucht. Sommerzeit, Sommerzeit. Und auf einmal ist... Und wenn einem das dann ein bisschen zu langweilig ist, weil das so langsam ist, dann macht man das einfach weiter nach unten und dann geht das viel schneller. Sommerzeit, Sommerzeit, und auf einmal ist es soweit. Sommerzeit, Sommerzeit, und wir träumen noch, wenn es wieder schneit. Tak, 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 sogar die Erben im dritten Fehl. Oh, jetzt ist es verrutscht, merkt ihr? Sobald es verrutscht ist, tak, tak, wird das ungleichmäßig. Also wieder richtig hin. Tak, 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 da wieder so. Und wenn man es ganz langsam haben möchte, ne, so. Ne? Kennt ihr so, wenn man so Schlaflieder singen will, vielleicht wie Guten Abend, gute Nacht, mit Rosenbedacht, mit Nicklein Besteck, rutsch unter die Deck und morgen früh, wenn Papa will oder Mama, wirst du wieder geweckt. Und morgen früh, wenn die Eltern wollen, wirst du wieder geweckt. Also man kann das schnell und langsam stellen. Und wenn man das damit fertig ist, dann kann man das arretieren und den Deckel hier oben wieder drauf machen. So, jetzt zeige ich euch das nochmal und zwar mit einem anderen Metronom. Ich zeige euch auch nochmal die Skala. Das ist hier ein bisschen größer. Ne? Das hat einen anderen Klang. Und... Das ist auch noch, hier, das hat hier so ein, immer noch so eine Bimmel dran, hört ihr? Eins, zwei, eins, zwei. Eins für den Zweivierteltakt, wissen wir, dann klingelt es jedes zweite Mal. Und jetzt kommt Viervierteltakt. Eins, zwei, drei, vier. Bing, zwei, drei, vier. Bing, zwei. Oder, ich glaube, hier gibt es auch noch den Dreivierteltakt.
Ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Da gibt also praktisch eine Bimmel immer den Beginn des Takts an. Ja? Und wie schnell das jeweilige Metronom schlägt, das sieht man hier an solch einer Skala. Seht ihr die? Hier, da werden die BPM, also die Beats per Minute angegeben, die ein Lied hat. Ja, und jetzt hole ich euch nochmal ein anderes Gerät. Zwar gibt es nämlich diese Metronome auch elektronisch. Ich gucke mal, ob ich euch das nochmal eben zeigen kann. Hier, das ist ein elektronisches Metronom. Das sieht dann so aus auf dem Handy. Da kann man hier drauf drücken. Ja, oh, ganz schön schnell. Und wenn ich das nicht so schnell haben will, dann drehe ich hier an diesem Rad und mache das langsamer. Hört ihr? Und dann kann ich das hier wieder nehmen und schneller machen. Das ist jetzt die etwas günstigere Variante. Da kann man sich einfach eine App runterladen aus dem Internet. Ne? Denn das Metronom, was ich euch eben gezeigt habe, die kosten so um die 50, 60 Euro in jedem Musikgeschäft bei euch zu Hause. Ne? Okay, also das war das Metronom, der Taktgeber zur Musik. Also so eine kleine Hilfe zum Musikmachen. Ja, und jetzt kommt ein Mitmachlied. Da stelle ich das Metronom hier mal weg, sonst kicke ich das leider noch weg. Und hier dieses Plastikteil. So, das Mitmachlied, das ist von Karin Schuh. Es heißt Im Sommer und das geht so. Im Sommer, da müsst ihr eine ganz, 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 ganz viele Bewegungen mitmachen. Wenn ich das von Anfang bis Ende durchsinge, dann sitzen wir hier morgen noch. Ich singe mal so ein paar Strophen und die machen wir dann mit, okay? Also, im Sommer, also schon wieder ein Sommerlied. Es geht los. Im Sommer. Tanzen wir mal eine Runde. Ich muss dazu aufstehen. Ja. Das Tanzen, das Tanzen, das muss man nur verstehen. Da muss man sich mal schnell einfach drehen. Okay. Jetzt war also das Tanzen dran. Und jetzt kommt die nächste Bewegung. Mal gucken, was das so ist. Im Sommer. Das Klatschen, das Klatschen, das muss man nur verstehen. Da muss man sich einmal schnell umdrehen. Und im besten Fall dabei noch weiter klatschen. Okay, nächste Strophe. Im Sommer. Steht, der macht es so wie ich.
Endeffekt Schwimmen. Ja, das Schwimmen, oder? Das Schwimmen, das Schwimmen, das muss man nur verstehen. Da muss man sich einmal schnell umdrehen. Das Schwimmen. Tolles Lied von Karin Schuh. Noch ein bisschen zur Erklärung dazu. Sie singt da, in, oder für mich gesagt, ich habe gerade immer in einer Zeile gesungen, und wer in diesem Kreise steht, der macht es so wie ich. Das heißt also mehr oder weniger der Sänger in dieser Gruppe, der das Lied singt, der es vorsingt, der macht diese ganzen Bewegungen, und alle anderen im Kreise, die machen das dann bestenfalls genau so mit. Das wäre natürlich toll. Ja, gut. Dankeschön bis dahin. Ihr habt alles ganz super toll mitgemacht. Und jetzt komme ich auch schon zu meinem Klassiker heute. Der heißt, was müssen das für Bäume sein? Ein ganz, ganz tolles Lied. Kennt ihr sicher alle. Ich habe da jetzt noch so ein paar Strophen dazu geschrieben, weil ich habe gesehen im Internet, dass es viele Songschreiber gibt, die dieses Lied schon verändert haben mit irgendwelchen Strophen. Und ich fand die alle nicht so gut. Da habe ich so meine eigenen geschrieben. Ich hoffe, euch gefallen diese Strophen. Also, was müssen das für Bäume sein? Was müssen das für Bäume sein? Wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Links sind Bäume, rechts sind Bäume und dazwischen zwischen. Was müssen das für Flüsse sein, wo die großen Elefanten heute baden gehen, ohne Badehosen? Links sind Flüsse, rechts sind Flüsse und dazwischen Kokosnüsse, wo wird es auch bald wieder kalt, da wird bald Winter sein und wir gehen rodeln. Was müssen das für Bahnen sein, wo die großen Elefanten heute rodeln gehen, ohne Rodelhosen? Links sind Bahnen, rechts sind Bahnen und dazwischen Eisbahnen, wo sein, wo die großen Elefanten heut leben können, ohne sich zu fürchten. Links sind Wälder, rechts sind Wälder und dazwischen Ur-Urwälder, wo die großen Elefanten. Thank you.
schönes Lied. Das finde ich ganz toll. Und die letzte Strophe, die war auch so ein bisschen ernster gemeint. Okay, also wir sind schon am Ende unseres Mitmachvideos angelangt für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und jetzt kommt das Abschiedslied. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen mit euch, was heute wieder schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen mit euch, lach es heute wieder schön. Hey, hier mit euch zu hüpfen und mitgemacht habe und jetzt genießt noch ein bisschen dieses wundertolle, schöne, warme Wetter. Geht in die Badeanstalt oder nach draußen unter den Sonnenschirm. Vergesst nicht, euch mit Sonnencreme einzucremen als Sonnenschutz vor der UV-Strahlung und immer genug Wasser trinken. Das ist ganz, ganz wichtig. Das braucht unser Körper, sonst trocknet er aus. Okay, also macht's gut. Tschüss.